Hallo und herzlich willkommen heute am 24. Dezember, Heiligabend, zu unserem Krippenspiel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, unserem Link gefolgt seid, um mit uns zusammen zu feiern. So wollen wir beginnen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben uns für euch in diesem Jahr ein besonderes Krippenspiel überlegt. Was daran so besonders ist, das wird die Corinna euch jetzt mal kurz erzählen. Auch ich möchte euch ganz herzlich an dieser Stelle zur Kinderkrippenfeier am Heiligen Abend begrüßen. Ihr seht mich hier in unseren Kostümen sitzen, die in diesem Jahr leider nicht ausgefüllt werden. Es war sehr schnell absehbar, dass wir das Ganze ohne Kinder machen müssen. Das heißt, wir haben versucht, Ersatz zu finden. Natürlich kann man euch nicht ersetzen. Aber wir haben mit Playmobil-Figuren versucht, das Kinderkrippenspiel ein bisschen nachzuempfinden. Das heißt, auch die Playmobil-Figuren sind auf Herbergssuche. Sie treffen den Engel, sie sind bei Herodes unterwegs und am Ende bei der Krippe. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß damit und ich freue mich drauf, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Es ist Heiligabend. Wir sind zu Gast bei Familie Hauser. Wenn Weihnachten bei Familie Hauser ist, wie es alle Jahre wieder ist, dann gibt es weiße Weihnachten. Es liegt dann so viel Schnee, dass man Schneemänner bauen, Schlitten fahren und Schneeballschlachten veranstalten kann. Im Haus duftet es nach Kakao und Tee, während alle auf die Großeltern warten, die langsam durch den hohen Schnee gestapft kommen. Wie alle Jahre wieder bringen sie die traditionellen Weihnachtskekse mit. Die Enkelin empfängt die Großeltern ganz aufgeregt an der Haustür, denn sie kann es kaum erwarten, dass der Opa die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel erzählt. Im Wohnzimmer, beim leuchtenden Tannenbaum, setzen sie sich alle gemütlich hin und lauschen der Geschichte. Die Weihnachtsgeschichte beginnt nicht erst im Dezember, sondern bereits im Frühjahr. Maria, die von Josef, dem Zimmermann, spaziert wie häufig durch den Wald und freut sich über die Ruhe und darüber, dass alles zu blühen beginnt. Als sie sich auf einem Baumstumpf ausruht, wird es plötzlich so hell, dass sie erschrickt. Ein Engel erscheint, der ihr verkündet, dass sie schwanger werden wird. Sie werde einen Sohn mit dem Namen Jesus gebären. Überrascht von dieser Nachricht läuft Maria zurück nach Nazareth. Mittlerweile sind gut 8 Monate vergangen. Maria ist schwanger, wie es der Engel verkündet hat. Auf dem Marktplatz von Nazareth haben sich die Bürger der Stadt versammelt. Es herrscht ein reges und nervöses Treiben, denn es soll eine Ankündigung durch den römischen Kaiser Augustus geben, und das bedeutet in der Regel nichts Gutes. Als die Soldaten des Kaisers einmarschieren, wird es urplötzlich ganz ruhig auf dem Marktplatz. Und die Bewohner sollten Recht behalten. Nichts Gutes verkünden die Soldaten, denn sie rufen zur Volkszählung auf. Jeder solle sich sofort zu seinem Geburtsort begeben, damit er dort gezählt werden könne. Maria und Josef und alle Umstehenden sind entsetzt. Eine Volkszählung? Jetzt? So kurz vor Weihnachten? Stöhnt eine Stimme. Aber alles Jammern und Meckern wird nichts helfen. Sie müssen sich auf den Weg machen. Sofort. Auf dem Weg nach Bethlehem, den Geburtsort von Josef. Maria und Josef sind auf ihrer beschwerlichen Reise von Nazareth nach Bethlehem fast an ihrem Ziel angekommen. Die Stadttore von Bethlehem sind gut bewacht, sodass zu Zeiten der Volkszählung keiner in die Stadt kommt, der dort nichts zu suchen hat. Maria und Josef
müssen dem Soldaten am Stadttor erklären, dass Bethlehem Josefs Geburtsstadt ist. Hinter dem Stadttor erwartet sie ein weiterer Soldat, der ihre Daten aufnimmt und ihnen einen Tipp gibt, wo sie noch eine Unterkunft finden können. Denn die Stadt, so sagt der Soldat, ist mit Menschen aufgrund der Volkszählung schon vollkommen überfüllt. Sie gehen zum Bäcker. Dieser möchte aber außer seiner Familie und Freunden niemand in seinem Haus aufnehmen und schickt sie fort. Maria und Josef laufen weiter durch die Stadt, bis sie an das nächste Gasthaus kommen. Sie klopfen an. Die Wirtin ist eine freundliche Frau. Zwar hat sie keine Kammer mehr für die beiden frei, aber sie bietet ihnen einen Stall an. Dieser ist warm und trocken. Ein Angebot, das Maria und Josef gerne annehmen und ihr zum Stall folgen. Nicht weit von Bethlehem entfernt lag ein Hirten mit ihren Schafen. Sie sind froh, dass sie von dem Trubel in der Stadt nicht viel mitbekommen. Wie jeden Abend haben sie sich um ein Lagerfeuer gesetzt und unterhalten sich über den vergangenen Tag. Auf einmal schrecken sie auf, denn auf einmal wird es hell. Sie haben keine Ahnung, woher das Licht kommt. Doch dann sehen sie, dass dieses Licht von einem Engel kommt. Und der Engel spricht zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet das Kindlein finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Die Hirten bleiben sprachlos zurück. Nach kurzer Beratung machen sie sich auf den Weg nach Bethlehem, um der Botschaft des Engels zu folgen. Nicht nur die Hirten hatten die Botschaft vernommen. Auch im fernen Morgenland wurde die Geburt eines neuen Königs angekündigt. Drei Weisen machten sich auf den langen Weg, ihn zu finden. Ihre Suche wird von einem Stern geleitet. Diesem folgen sie. So kommen sie eines Tages an einem Palast an. Der richtige Ort für einen neugeborenen König, so meinten sie. Sie schildern der Wache am Palasttor ihr Anliegen. Die Wache schickt nach einem Diener. Auch der Diener hört sich an, was die drei Weisen wollen. Der Diener verschwindet und schickt König Herodes zu den drei Weisen. Dieser ist erstaunt über deren Erscheinen. Selten hat er solch vornehmen Herren bei seinem Palast. Die Weisen erklären Herodes, dass sie einer alten Prophezeiung folgen, welche die Geburt eines neuen Königs ankündigt. Der Stern habe ihnen den Weg bis hierher gezeigt.
Herodes ist sehr überrascht, denn er will der einzige König in Judäa sein. Er lässt nach seinem Schriftgelehrten schicken, ob dieser Kenntnis über den neuen König hat. Der Schriftgelehrte bringt folgende Kunde. Hier beim Propheten Micha steht geschrieben: Und du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, den Israel der Herr sei. Mit diesen Worten geht er wieder zurück in den Palast. Herodes schickt daraufhin die Weisen weg, mit der Bitte, ihm Bescheid zu geben, sollten sie den neugeborenen König anderswo tatsächlich finden. Die drei Weisen machen sich wieder auf den Weg, immer dem Stern hinterher. Die Hirten sind mittlerweile mit all ihren Schafen vor Bethlehem angekommen. Als sie die Soldaten sehen, ist ihnen klar, dass sie unmöglich mit all ihren Schafen in die Stadt ziehen können. Zwei der Hirten dürfen nach einem kurzen Gespräch mit dem Soldaten durch das Stadttor hindurch. In Bethlehem fragen sie den wachhabenden Soldaten, ob er von einem neugeborenen Kind gehört habe. Dieser verweist sie auf einen Stall, der hinter einem der Gästehäuser liegt. Am Stall angekommen, finden sie dort tatsächlich Maria, Josef und ihren neugeborenen Sohn. Maria und Josef sind überrascht, dass sie Besuch bekommen, denn in Bethlehem kennt sie ja niemand. Die Hirten schildern, dass ihnen ein Engel erschienen ist, der ihnen die Geburt verkündet habe. Maria und Josef bitten die Hirten freundlich zu ihnen in den Stall und erzählen ihnen, dass ihr Kind den Namen Jesus trägt. Die Hirten treten an die Krippe und verbeugen sich ehrfürchtig und beten ihn an mit den Worten: Wir beten dich an, o Heiland, du bringst das Licht in eine Welt, die oft dunkel und trostlos ist. Du gibst uns Hoffnung, die Hoffnung auf eine Welt voller Gerechtigkeit. Die beiden Hirten werden von Maria und Josef eingeladen, einige Zeit bei ihnen zu verweilen. Je später der Abend, desto schöner die Besucher, könnte man sagen. Denn nun haben auch die Weisen in ihren vornehmen Gewändern Bethlehem erreicht. Unter der Vorgabe, Freunde des Bäckers zu sein, werden sie auch eingelassen. In der Stadt ist von einem Soldaten, den sie nach dem Weg fragen könnten, nicht viel zu sehen. Und die Soldaten, die sie sehen, nun ja. So folgen sie weiter dem Stern, der ihnen den Weg zu einem Stall zu zeigen scheint.
Bei einem Stall kommen sie dann auch an. Wie schon die Hirten finden sie Jesus in der Krippe liegend. Josef ist überrascht, dass noch mehr Besuch kommt. Besuch, der einem Stern gefolgt ist. Auch die Weisen dürfen eintreten und das Kind anbeten. So sprechen sie ihre Hoffnung aus, dass dieses Menschenkind ihnen einen festen Glauben schenke, den sie in die Welt hinaustragen können. Sie wünschen sich, dass sie seine Liebe für alle Menschen aufnehmen und weitergeben können. Als Zeichen ihrer Verbundenheit und Ehrerbietung überreichen sie Weihrauch, Myrrhe und Gold. Maria und Josef sind sprachlos über so viel gute Worte und Gaben und laden auch die Weisen ein, bei ihnen zu bleiben. Nach der Weihnachtsgeschichte ist es bei den Hausers Zeit für die Bescherung. Dafür lassen wir sie jetzt aber alleine und freuen uns auf bzw. über die Bescherung bei uns zu Hause. Wir wünschen euch und ihnen allen frohe Weihnachten. Hier liegt Jesus in einer Krippe im Stall in Bethlehem. So wie wir eben im Film gesehen haben, haben ihn viele Menschen besucht. Es waren die Hirten, es waren die Könige, die gekommen sind, um Jesus zu sehen. An diesen Weihnachten ist es mit dem Treffen etwas schwieriger als sonst. Vielleicht können wir nicht alle treffen, die wir gerne treffen würden. Aber alle wollen wir in das eine Gebet mit hineinnehmen, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Wir wollen in das Gebet mit hineinnehmen, an die wir denken, die uns wichtig sind und mit denen wir in Gedanken verbunden sind. So wollen wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und behüte uns und alle, an die wir denken, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.